Hallihallo. Herzlich willkommen zum freundlichen Herumteleportieren und Altlasten abgeben. Ist es nicht schön? Denn, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Rundreise, was Quests angeht. So, und mit der ersten Rundreise für Quests gehen wir hierhin. Richtig, wer hätte es gedacht? So, ich habe nochmal geguckt, die ganze Prinz von Persien-Geschichte hat tatsächlich mit der großen Statue jetzt hier von der Artemis nichts zu tun. Gut, dann nicht, ne? Also, ist das halt manchmal. So, dann hüpfen wir mal hier runter. Dahin. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz die Quest. Oh ja, da machen wir dies und jenes. Hast du meine Siegel schon? Aber natürlich. Gut, die Spartaner werden bald merken, dass jemand ihre erfahrensten Anführer ausschaltet. Wahrscheinlich, aber noch haben sie mich nicht. Interesse an noch mehr Aufträgen? Natürlich, was brauchst du? Wenn das so weitergeht, müssen die Spartaner bald Bauern rekrutieren. Du bist wirklich kein Freund von Sparta. Wärst du es an meiner Stelle? Sie missachten alles, wofür Athen steht. Sie machen sich nichts aus Kunst oder Bildung oder Philosophie. Für sie ist der Krieg das einzige Ziel. Und so etwas aus dem Mund eines Feldherrn der Athener Armee. Ich diene Athen mit Waffen, weil ich ein guter Kämpfer und Stratege bin. Und damit schütze ich jene, die unserer Kultur und unserem Erbe dienen. Ihr Glück, dass sie dich haben. Ich habe mir meinen Platz verdient. Wärst du bereit, noch mehr spartanische Befehlshaber auszuschalten? Ich hol dir deine Siegel. Ehrlich gesagt habe ich bereits mehr Siegel für dich. Ha, gut gemacht. Bist du bereit für mehr? Na klar. Vielleicht. Was soll ich für dich tun? Du hast mich beeindruckt, Söldnerin. Für eine aus Sparta? Ja, wie du sagst. Offenbar wird unsere Flotte angegriffen und ich muss Truppen zur Unterstützung umleiten. Du wirst wieder die spartanische Führung ausschalten müssen. Ich kümmere mich um ihre Befehlshaber. Du scheinst die Kunst und die Philosophie zu lieben. Doch wie kann jemand, der so etwas zu schätzen weiß, in den Krieg ziehen? Wenn dir etwas am Wissen oder der Kunst liegt, dann musst du bereit sein, das Recht darauf zu verteidigen. Ich greife zu den Waffen, damit andere weiterhin unsere Kultur bereichern können. Solange sie bedroht sind, habe ich Schlachten zu schlagen. Du verlangst absoluten Gehorsam von deinen Soldaten, nehme ich an. Warum kämpfst du denn für die Demokratie? Was ist freier Wille? Für die Funktion des Staates ist es unerlässlich, dass die Bürger eine aktive Rolle spielen. Aber Athen erkennt nur ausgewählte Bürger an. Sparta erkennt Leistung an. In Sparta kann ein Sklave aufsteigen. Eine spartanische Herrschaft wäre der Untergang der Demokratie. Irgendwo schon, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist vielleicht mehr Möglichkeit da für eine Gleichberechtigung in irgendeiner Art und Weise. Ich gehe jetzt. Ja, ja, jetzt haben wir hier zweimal mit einem Chaos abgearbeitet. Oder schnell wie der Wind. Okay, haben wir auch. So, dann kurz ausmachen, weil wir haben sie nicht mehr lang, die Booster. So, und nochmal Siegel. Na, wer hätte das gedacht? Aber zum Glück, wie gesagt, wir hatten ja 7. Deswegen konnten wir jetzt gleich zweimal die Sachen abgeben. Wunderbar. So, dann einmal hier hin. Fokus. Kirha. Kirha. Ach ja, genau. Das, ach, direkt hier. Guck mal, eine sokratische... Was? Ein sokratisches Chaos. Sokrates Verhandlung. Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem blauen Ding ist. Es muss irgendwas aus dem DLC wahrscheinlich sein. Na gut. Wir hüpfen mal hier hin. Und natürlich machen wir dann gleich wieder die Boni an. Oder die Booster an. Aber nicht für die Ladezeiten und sowas, ne? Das wäre ein bisschen quatschig. Letzter Wunsch. Ach ja. Ich hab grad schon wieder vergessen. So, dann einmal blub, einmal blub. Einmal blub. Einmal blub.
Okay. Das ging schnell. So. Daphne. Da oben. Genau. Ich hätte mir jetzt wenigstens noch ein kleines bisschen, ne? So, hey, hast du super gemacht. Oder wie hast du das hingekriegt? Naja, gut. Egal. So, dann einmal mit Daphne quatschen. Bestienbezwingerin, ich bin froh, dich wiederzusehen. Das Fell der Hyäne, nimm es. Diese flohverseuchten Aasfresser ekeln mich an. Wir müssen lernen, das Schöne in allen Dingen zu sehen. Du hast recht, es ist nur ein Tier und handelt nach seiner Natur. Wie wir alle, nicht? Ich komme zurück, wenn ich die Felle habe. Todespfeile. Aha. Todespfeile. Was sind Todespfeile? Moment. Hier, ja, Pfeil. Fliegen schneller, dringen tiefer ein und fügen mehr Schaden zu. Ja, her damit. Warte mal, wir warten das. Wie kann ich denn die gleich nochmal? Was war denn das? P? Nee. Nee. Ach, G war's, genau. Ja, weißt du, dann nehmen wir doch die. Also. Warte, da muss ich bloß, das habe ich gerade vergessen. Die kann ich nicht automatisch herstellen. Naja, gut, okay. Aber hey, Todespfeile. Sehr geil. Dass mal nichts ist. Gut, und dann sind wir, glaube ich, erstmal durch, ne? Mit dem, was wir an fertigen Quests haben. Also das Questlogs. Es ist wirklich übel. Es ist wirklich schlimm. So, okay, gut. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ach ja. Da. Ach, guck mal, da gehen wir gleich hier hin. Da können wir vielleicht gleich mal gucken, was diese Pfeile so machen. Vielleicht haben wir da mal irgendwo ein... No? Warte mal, vielleicht... Ah, ich gewöhne mir das... Ich versuche es mir mal anzugewöhnen. Dass ich vielleicht sage, okay, komm, für die normalen Tierchen und sowas... Ja, nehmen wir die normalen Pfeile so. Und für Kleinigkeiten nehmen wir auch die normalen Pfeile. Aber vielleicht dann so für gewisse Kampfsituationen, da nehmen wir dann die richtig guten. Das wär's doch. So, wir speichern mal ganz kurz. Weil ich weiß nämlich nicht, wie der... oder wie das Spiel jetzt reagiert. Ich würde gerne beide Questarten machen. Also einerseits die Zermürbungstaktik mit den Vorräten, die wir jetzt mit Kyra abgesprochen haben. Und auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne mal seine Art hier hören und mal schauen, was der so zu sagen hat. Was seine Idee wäre. Ich meine, ja, wir wissen wahrscheinlich schon, was seine Idee wäre, aber naja. Wie es halt immer so ist. Wir haben viele Brüder an die Athener verloren. Doch wir leben noch. Die Schlacht der 300? Leonidas hatte Glück, dass er so viele Männer hatte. Heute ehren wir die Gefallenen. Heute schicken wir unsere Feinde zu Hades. Kyra würde für ihr Volk kämpfen und sterben. Wir tun dasselbe. Wir kehren nicht heim, bis diese Inseln uns gehören. Delos rief. Sparta ist gekommen.
Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst, wo du meinen Plan doch für Selbstmord gehalten hast. Und deine Rede verpassen? Niemals. Athener halten Reden. Spartiaten geben Befehle. Das war jetzt aber kein wirklich sonderlich guter Befehl. Da versteht man ja gar nichts da drin, aber... Stünde ich unter deinem Kommando, was würdest du mir befehlen? Dasselbe wie meinen Männern. Geschunden, blutig oder gebrochen. Halte dich nicht zurück. Geschunden, blutig oder gebrochen? Was lässt sich einrichten? Mein Herz schlägt schneller, Söldnerin. Aber... Aber? Aber ich kam wegen Kyra her. Sie ist es, für die ich kämpfe. Im Moment. Nun, wenn du diese Inseln für sie gewinnen willst, brauchst du mehr Soldaten. Sie würden nie lebend ankommen. Die Flotte der Athener ist zu mächtig und unser Schiff liegt auf dem Grund des Meeres. Meins nicht. Du willst sie auf offener See angreifen? Ist das noch tapfer oder schon Wahnsinn? Ach, das ist einfach. Die Adrastea und ich sahen uns größeren Gefahren gegenüber als ein paar Athener Schiffen. Du kämpfst wie Achilleus, doch selbst du könntest nicht ihre ganze Flotte besiegen. Wenn ich genug Schiffe versenke, können die Spartaner durchbrechen. Da ist noch etwas. An Bord meines Schiffes ist noch ein Helm. Der meines Vaters. Ich versenke die Schiffe. Aber wegen des Helms kann ich nichts versprechen. Du bist lange genug hier. Wie viele Schiffe schützen Delos? Mehr als du versenken kannst. Wir müssen nur ihre Patrouillen ausdünnen. Sie in Unordnung bringen. Mach dir mal keinen Kopf darum, was wir können oder nicht können. Sag's uns einfach und wir erledigen das Ganze. Der Helm deines Vaters scheint dir viel zu bedeuten. Das tut er. Er barg ihn von der Leiche seines Vaters nach der Schlacht bei den Thermopylen. Das Meer ist ziemlich groß. Wo genau ist dein Schiff gesunken? Irgendwo vor der Nordküste von Mykonos. Wir sahen die Festung Miltiades, als wir an Land schwammen. Okay, also dort bei dem Fragezeichen. Die Haie sind dick und rund, wenn ich fertig bin. Was? Zerstöre Athener Schiffe. Man erkennt die Athener Schiffe an ihren blauen Segeln. So nach dem Motto, wahrscheinlich muss man euch das sagen. So Quatsch. Okay. Dann würde ich tatsächlich jetzt erstmal auf die Adrastea gehen. Weil es ist ja egal, was wir für Schiffe platt machen. Also Athener, aber was für Athener ist egal. Und dann würde ich nämlich die Chance ergreifen wollen. Bereit zum Aufbruch! Dass wir halt gleich da drüben mal dieses Fragezeichen mit angehen. Ich sehe Treibgut! Langsamer jetzt! So, ne? Strategogatisch vorgehen. Legt euch ins Zeug! Wir zeigen, wozu wir fähig sind. Bogenschütze! Alles easy peasy. So, und Sprengpfeil.
Okay, hat sich schon erledigt. So. Erstes Schiff haben wir. Guck mal, die warten auf uns. Ist das nicht lieb? Jetzt seid ihr Futter für die Haie, Athena. Jetzt mach, geh doch einfach mal gehen. Falschen erwischt. Der Klappspaten hier an und will uns auch noch irgendwie mit runterschubsen. So, das war dann wohl gleich das zweite Schiff. Habe ich das jetzt richtig erkannt an den blauen Segeln? Sind aber einige, ne? Wunder Wetter. Drüben haben wir noch mehr. Ja, ja, schlimm. Und die werden auch gleich wieder aufhören, ne? Keine Sorge. Einmal starke Kehrtwende. Ah, Mist, ich glaube, ich war zu spät. An eure Ruder! Ja, dreh noch mal rein. Dreh noch mal rein. Komm, 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 dreh noch mal rein. Ins offene Gewässer! Schön. Da haben wir die Quest dann auch erledigt. Das ist doch schön. Mal ganz kurz auf die Karte gucken, ne? Haben wir das schon erkannt hier? Ja, guck mal. Ruinen der Seevölker. Naja, obwohl das...
Kann natürlich auch hier sein, ne? Ich versuche mal dahin zu gehen. Zeus und Hera scheinen wieder zu streiten. Bruder, bereit machen! Das ist so geil. Das hätten wir überstanden. Dafür sollten wir dankbar sein. Auf geht's! Gut. Wir segeln so schnell es geht! Ja, es kann sein, dass uns... Ja, okay. Das Athener Schiff will uns immer noch. Tempo. Oder? Ist uns noch böse? Nö. Gut. Beeilt euch! Alles klar. Langsam! Das ist lieb, ne? Dass sie uns das nicht mehr übel nehmen. Das ist total lieb. Okay. Es muss also hier oben irgendwo einen Weg nach unten geben. Irgendein kleiner Durchbruch oder sowas. Okay, dann schauen wir doch mal. Zerstöre weitere Athener Schiffe, um den spartanischen Verstärkungen zu helfen. Weiß ich nicht. Ah ja, alles klar. Ist jetzt die Frage, ne? Ich meine, wir könnten... Die Vögel. Ich meine, wir könnten hier natürlich noch ein paar mit wegsemmeln, ne? Aber... Boah. Halt nicht, ob ich das jetzt nerven würde, da jetzt noch viel mehr von den Schiffen platt zu machen. Und vor allem muss ich dann da ganz spezifische oder kann ich einfach wieder irgendeins machen? Hab ich jetzt Questgegenstand irgendwie bekommen? Ja, ne? Ja, na, hab ich's doch richtig im Augenwinkel gesehen. Gut, sehr schön. Segel hoch! Los! Alle auf
So, was haben wir denn hier? Ah, nee, das geht vorbei. Oder? Ah, Glück gehabt. Super funktioniert. Die Frage ist, ne, wie viel ist das da? Also wie viele müssen wir jetzt noch machen? Oder müssen wir jetzt gar keine machen? Was für eine Auswirkung hat das? Das erklärt es mir halt jetzt gerade nicht wirklich gut, ne? Ruder ins Wasser! Bin ich ehrlich. Also die Aussage jetzt, zerstöre weitere... Gut, da hinten haben wir anscheinend hier unsere Kopfgeldjägerin. Oder Kopfgeldjäger. Genau. Machen wir das auch noch? Komm, dann machen wir heute mal ein bisschen Wasserkampf wieder, ne? Mal Seeschlacht. Um es ein bisschen epochaler auszudrücken. Schon ist das Schiff im Eimer. Ich sag ja, es ist so geil, das macht auch übelst Spaß, aber ja. Aber das Problem ist, der hat das jetzt wieder alles nicht gespeichert. Wetten? Immerhin, das hat er auch schon gespeichert. Na gut. Naja. Okay. Jetzt etwas langsamer! Dann lassen wir es gut sein, oder? Für die Folge. Ich meine, ihr kennt das ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Naja, gut. Als nächstes kümmern wir uns dann also... Okay, ich glaube, wir bekommen da nichts runter von dem Schiff. Weil da jetzt hin... Ich wäre da eh nicht hingekommen. Okay, also wir werden da wahrscheinlich nicht viel mehr schaffen. Macht ja aber auch nichts. Gut. Dann beenden wir jetzt die Folge hier. Und danach, ja, würde ich sagen, gehen wir das bei Thaletas wieder ab. Wir haben ja noch seinen Helm mitgenommen. Oder mit rausgeholt. Das ist ja auch immer ganz nett. Und da wird er sich, denke ich, freuen und dann machen. Na?
Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Ciao.